Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factory Town hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir gucken heute mal, ob wir hier jetzt, wie war denn das mit den Rohren verlegen, ob wir mit dem Dampfrohr quasi unsere Weide hier etwas, das geht sogar hin. So, ist denn jetzt ein Rohr zu sehen hier oder wird das jetzt noch gebaut oder? Ach, guck mal hier, Leistung 25, kostet 25, 2% ist da jetzt weg. Ach, das sieht man gar nicht, das Rohr. Das ist wirklich unterirdisch. Naja, ist okay. Das passt. Das ist mir auch, das ist mir gut. Da habe ich gar keine Schmerzen mit. So, das bringt 25, bringt 100% mehr Leistung. So, jetzt müssen wir wirklich wesentlich mehr hierhin, hiervon kriegen. Das liegt aber wirklich hier am Eingangssignal, ne? Also wir kriegen ja zu wenig Getreide raus. Gut, dann werden wir jetzt hier mal Rezepte wählen. Hier werden wir mal Rezepte wählen. Düngen und Gießen werden wir mal rausnehmen, dass nur noch Getreide rauskommt, damit er sich gar nicht um den einen Quatsch kümmert. So, genügend Felder haben wir davon, ja? So, dann sollte hier jetzt mehr ankommen. Die Weide befeuern, das bringt dir gar nichts, ne? Das ist ja natürlich auch tricky, ne? Wie wir das denn machen wollen. Müsste ich jetzt eigentlich jetzt von dem hier auch noch Weizen dahin liefern, damit er richtig viel Weizen kriegt. Kriege ich das denn hin so einfach so? So mal jetzt wirklich so mal einfach so gesagt. Das ist ja alles schwierig hier. Ja, hier steht ein Brunnen und da kriegt gar kein Wasser da rein. Das ist natürlich auch toll. Auch nie umgesetzt. Dünger hier ist auch fast voll. Hier wird gar nicht so viel Dünger. Naja gut, jetzt wird hier auch nicht mehr gedüngt. Dann wird hier auch gar kein Dünger. Ah, kann ich auch mit dem Dünger irgendwas machen. Ja, wir müssen hier oben düngen, sonst... Also das Düngen müssen wir mindestens anmachen. Dauert aber immer mal 2 Sekunden, ne? Aber damit der Dünger hier mal verschwindet. So, dann bauen wir jetzt weiter. Also das funktioniert erstmal. Das mit den Rohren und die sehen wir dann zwar nicht, aber okay. Gut, das hätte man auch schöner machen können, dass man die sieht, aber okay, so. Wir können das Lager natürlich erstmal nochmal aufstocken, dann geht hier erstmal noch ein bisschen mehr rein. Und dann können wir natürlich hier noch sagen, Dünger, liefer dahin, so. Ich werde hier aber kein Getreide drauf anpflanzen. Wir müssten dann noch ein weiteres Getreidefeld haben, was hier quasi, da müssen wir mal nochmal drüber reden, wie man das umbaut. Also wir müssen hier mehr Getreide hinkriegen. Gar nicht mal so einfach, ne? Wenn man es doppelt nimmt. Ich habe aber auch eigentlich jetzt gerade, also ich, wenn ich die Dinger hier, kann ich die denn nicht befeuern, dass die schneller werden durch Dampf? Wahrscheinlich nicht, ne? Warte mal. Bauen, Rohre, Dampfrohr. Ja, das kannst du nicht anschließen. So, das ist angeschlossen, okay. Das könnte ich anschließen, okay. Das bringt mir aber auch alles nichts, wenn ich keine Rohstoffe da habe. Dann brauche ich auch nichts beschleunigen, ne? Ich müsste hier vielleicht die Küche beschleunigen. Ne? Dass die vielleicht noch ein bisschen schneller ist. Komm auf 310%. So, Power Units Request Cell 25. Provide 25. Network Filament ist noch gut. So, 50 von 500 werden verbraucht momentan. Das ist jetzt dann 10% eigentlich, ne? Aber 1% sagt er hier bloß. Ah, da ist irgendwie. Die Berechnung stimmt nicht ganz. 50 von 500 sind das nicht 1%. Das sind doch. Das ist 1%? Ich hätte gesagt, das sind 10%. Na gut. Gut, es macht ja erstmal nichts. So, okay, also da ist auf jeden Fall jetzt, haben wir an der Küche noch ein bisschen was gepimpt. Könnte sein, dass uns dann das Brennmaterial ausgeht, aber das werden wir ja dann sehen. Es sollte sich auf jeden Fall gekochtes Huhn oder ähnliches jetzt in einem, naja, es sollte ein bisschen mehr dort produzieren. So, hier mit den Düngemitteln, dann werden wir natürlich jetzt dann auch gar nicht mehr glücklich, glaube ich. Weil hier können wir ja gar nicht mehr viel düngen und so viel geht hier auch gar nicht ab, ne? Dass hier irgendwie das Düngen nötig wäre. Also das ist ja noch puh schwierig.
Ich finde aber schon mal gut, dass wir das hier mit den Fischen, das klappt ganz gut, ne? Gekochter Fisch hier. Hier haben wir mal genug Fisch. Fischerboot macht auch immer was. Der Fisch scheint sich zu regenerieren, ne? Dann ist ja gut. Dann können wir ja später mal eine Überfischung feststellen, aber das war es dann auch. So, hier ist alles voll im Lager. Wie viele Rohre habe ich denn? 32 Rohre habe ich noch. Okay, was kann ich denn noch beschleunigen? Ja, hier habe ich hier keinen Abnehmer für. Also das müssen wir sowieso nochmal auseinanderklamüsern. Also dass wir das hier bloß für Brot lassen. Und die dann nur Brot macht, die Küche, und wir dann noch eine zweite Küche haben, wo dann die Nahrungsmittel gemacht werden und dann was angeliefert werden. Also das müssen wir dann hier mal alles umbauen nochmal. Naja. Ja, müssen wir umbauen. Sagt er immer so oft und macht nichts, ne? Das ist auch schrecklich. So, jetzt haben wir aber erstmal nochmal mit dem Werkzeugbaustein hier Gelände einebnen. So. Holen wir uns das erstmal alles auf diese Ebene hier jetzt ein bisschen. Kostet was, aber macht erstmal nichts. Da stehen noch lauter Steckrüben rum oder Moorrüben. So, bis auf 10.000 können wir erstmal runtergehen. Ich denke mal, das sollte dann ganz gut sein. Also hier haben wir noch ein paar Teiche, die sind alle für die Energiegewinnung wahrscheinlich ganz interessant dann. Früher oder später. So, ziehen wir das hier noch alles runter. Auf unser Niveau. So. Alles einebnen. Ich mag alles auf einer Ebene haben wollen. So. Gut. Alles klar. Also dann hätten wir ja hier genug Platz. Jetzt müsste ich jetzt noch vielleicht ein paar Materialien wegräumen, aber erstmal will ich das mit den Bergwerken erforscht haben. Das, bevor ich die anderen Materialien wegräume. Und da geht's ja jetzt so langsam sicher voran hier. So. Hier haben wir immer noch nicht genügend Bretter drin. Du lieferst Steine. Du machst jetzt ja erstmal Bretter. Bretter dahin. So. Gut. Dann liefern wir da erstmal Bretter an, bis sie keine Bretter mehr haben wollen. Ne? Dort kriegen wir ja hin und Baumwolle brauchen wir da gar nicht mehr anliefern. Also da Wolle brauchen wir gar nicht mehr anliefern für Stoffe, weil Stoffe holen wir uns ja von hier hinten. Stoffe kriegen sie auch regelmäßig geliefert, ne? Der Lieferwagen ist doch ziemlich lange unterwegs, ne? Wir müssen unbedingt die Wege kurz halten, beziehungsweise das irgendwie beschleunigen, dann halt eben doch mit Zügen oder mit Gleisen arbeiten. Oder das halt näher beieinander stellen. Dass ich jetzt hier wirklich eine Fabrik hinstelle, die dann Kleidung macht noch. Zusätzlich. Was machst du hier? Du machst ja nichts gerade, ne? Dann könntest du eigentlich Kleidung machen. Dann liefere ich da die Stoffe mal hin. Und da liefere ich die Stoffe hin für die Förderbänder. Rezeptbären. Stoff machst du ja eh nicht mehr. So, du kannst ein Buch machen aus Leder und Dingenskirchen. Das ist natürlich dann vielleicht besser für unsere Schulung, aber gut, okay. Also, nur aus Stoff geht denn das. So, aus Wolle, Leder und einem Hemd geht natürlich jetzt der warme Mantel hervor. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Haben wir denn noch so alles, was wir hier Tolles machen können? Ein Verband können wir noch machen. Einfache Tuch und Wunden, Bandagen. Was können wir hier machen? Dann können wir hier einen Wickel machen. Da brauchen wir aber Gewürze und einen Verband zu. Und medizinischer Verband brauchen wir den Wickel. Und dann brauchen wir die Salbe. Und dann brauchen wir die Salbe so verkaufen? Okay. Und dann brauchen wir noch ein Stück Stoff dazu. Und dann kriegen wir hier einen medizinischen Verband. Eine Bandage. Medizinischer Verband. Natürlich auch nicht schlecht, ne? Da brauchst du aber drei Fabriken hintereinander. Da musst du eine Fabrik haben, die das macht, eine, die das macht, eine, die das macht. Du musst immer das Material anliefern. Und halt eben auch die Salben. Aber Salben kriegen wir ja dann noch. Das kriegen wir ja dann noch hier hinten hin. Da können wir ja hier vielleicht eventuell nochmal ein Lager, Küche und fertig. Das geht ja dann. So. Gut. Oh ja. Vier Fische wieder. Sehr schön. Gut. Das wird aber dann. Uiuiui. So, dann machst du jetzt aber erstmal Rezept wählen. Du machst erstmal Kleidung. Quasi das
Einfache Hemden machst du. Dafür kriegst du, nee, nicht einen Arbeiter, sondern du kriegst dafür einen Wagen ange... Einen Wagen. Zack. Der holt hier Stoff und bringt ihn dahin. So. Und dann brauchen wir noch einen Wagen. Warte, Wagen. Geht gerade nicht. Haben wir keine Räder mehr. Liefer du mal die Räder. Bin ich blöd oder was? Exportiere Räder dahin. So. Dann bringt der jetzt nämlich so viele Räder, dass wir jetzt schon mal einen Wagen bauen können wieder. Wagen. Flop. Du bringst nämlich jetzt Mäntel in den Gemischwarenladen. So, und du machst keine Mäntel mehr. Keine Hemden. Dann ist das da erstmal schon mal raus. So. Räder fährt er jetzt erstmal raus hier wieder, ne? Ja. Gut, das ist okay. So, und dann geht hier nämlich, haben wir hier nämlich schon zwei Stoffabnehmer. Und dann merkt man schon, dass das hier mit dem Stoff schon ganz gut ist. Dass wir dann hier die Produktion eventuell sogar beschleunigen können. Da können wir nämlich jetzt mal hier so einen schönen, wo ist denn hier? Dann nehmen wir mal so ein Rohr. So ein Dampfrohr. Und dann schließen wir das mal einfach mit an hier. Das Gebäude. Und dann sehen wir, dass hier die Produktion dann schon mal erhöht ist. Ne, auf 210%. 50% da, 60% dann kommt daher. Und dann stecken wir hier noch ein paar Arbeiter rein und dann kommt hier richtig Stoff bei rum. So. Machen wir mal wieder einen Arbeiter weniger. Ich habe mir schon gar nicht mehr genug Wolle angeliefert hier. Das ist natürlich auch schlecht. Das Förderband bringt zu wenig Wolle. Ja, wenn die Wolle nicht im Eingangslager drin ist, dann brauchen wir auch keinen, ne? Brauchen wir auch die Leute nicht beschäftigen, wenn sie nichts machen können, weil nichts im Eingangslager ist. Okay. Ja gut, das Lager kriege ich jetzt nicht schneller, ne? Also das ist nun mal so langsam. Das wird dann halt eben darauf aufgegleist hier. Wer holt denn von hier den Stoff eigentlich weg? Achso, da holt er für die Fabrik hier weg, ne? Wo jetzt ab und zu mal Leder gebraucht wird. Ja, na gut. Okay, gut. Alles klar. Theoretisch könnten wir beide und dann beide in ein Lager rein transportieren lassen, ne? Und dann bloß aus dem Lager rausholen. Wäre eine Möglichkeit, ne? Dann produzieren sie beide in eins und dann brauchen wir wahrscheinlich gar nicht so viele Arbeiter hier. Wenn wir dann beide mit Strom versorgen von der Dampfmaschine, dann könnte das schon ausreichen. Na gut. Okay, wir gucken mal, wie es hier aussieht. Also momentan ist das Lager halt zu langsam. Also hier würde mehr rauskommen. Müssen wir das Lager eigentlich außen vor lassen. Warte mal, ich könnte ja hier einen Bypass legen. Alles, was nicht ins Lager geht, also der ganze Überfluss geht erstmal dann hier hin. So. Gut, jetzt hat der natürlich sein Ausgangslager komplett leer gemacht, ne? So, jetzt haben wir da volle... Haben wir da Vollbeschäftigung hin. Und dann kriegt der ab und zu auf den Bypass mal reingeliefert hier. Okay. Na gut, okay. Also, ja, solche Sachen, das ist schon interessant. Das ist schon, da lernt man schon wieder dazu, ne? Also jetzt habe ich da ein bisschen Energie bloß rangeschlossen und schon ist dieses ganze System hier hinfällig, ne? Also okay, das Lager, das ist immer noch voll, aber ich kann hier volle Leute einstellen und das mit Vollgas laufen lassen und krieg zwei Fabriken nicht mehr. Also wenn ich jetzt hier Leute einstellen würde, würde ich bloß mit einer Fabrik arbeiten. Naja, müssen wir mal gucken, vielleicht arbeiten wir dann auch bloß mit einer und dann ins Lager rein oder so. Gut, hier ist jetzt erstmal genügend Stoffe angeliefert und sowas gibt es hier nicht mehr. Dann müssen wir mal hier ein bisschen wieder Bretter rüberholen. So. Damit er wieder Räder machen kann. Gut, Steine sind auch noch genug da und dann müssen wir irgendwann wieder Räder reinliefern und dann haben wir dann wieder Förderbänder. Wie viele Förderbänder habe ich denn überhaupt? Kann ich das mal auch ganz kurz hier oben sehen. 51, das ist auch schon mal nicht schlecht, dass ich hier schon mal 51 von habe.
Puh, gut. Baumaterial haben wir auch genug. Eigentlich könnten wir bauen ohne Ende, ne? Weiß gar nicht, wie sieht das aus hier mit diesen Baumstämmen? Könnt ihr eigentlich auch noch ein Lager mit befüllen nebenbei mal? Warte mal, das machen wir auch. Da stellen wir mal hier ein Lager hin. Na komm. Dass wir immer genügend Baumstämme auf Lager haben hier. Dann rutscht da jetzt erstmal ein bisschen was durch hier. Das macht aber nichts. Wenn es gefüllt ist, dann ist erstmal wieder genügend Baumzeugs da. So. Ja, wichtig ist, dass wir noch ein bisschen was auf Lager haben. So. Damit wir dann auch wie wild bauen können. Und dann, ich muss vorher eine Idee haben, wie ich es bauen will. Also das hier könnte man zum Beispiel jetzt wirklich so machen, dass das nur noch... Also das ist ja, mit einem Förderband da raus. Müssen wir gucken, ob wir da ein Metallförderband mal machen können. Muss ich das hier herstellen? Metallförderband. Eisenplatte, Eisenzahnrad. Müssen wir jetzt mal Zahnräder machen. Mach mal Zahnräder. Gucken, ob du ein Zahnrad hinkriegst. Kommen jetzt keine Eisenplatten mehr hier zustande? Doch. Müsste doch auch mal ein Zahnrad machen, ne? Müsste uns sogar gleich noch ein zweites machen. Gut. Dann müssen wir jetzt mal, warte mal, gib mir mal einen People. So. Hol mal hier die Eisenzahnräder raus und bring die da wieder hin. Na, das geht wieder nicht. Dann bring die erstmal ins das Lager. Jo, jetzt bringt er das Eisenzahnrad natürlich da drauf, ne? Das ist natürlich totaler Blödsinn. Hör mal auf, das da ins das Lager zu bringen. Nimm mal da das. Kannst du das Eisenzahnrad da runternehmen? Kann ich nicht, ne? Das ist aber. So. Das war semi-intelligent, würde ich sagen. So. So, gut. Dann nimmst du mal, wo habe ich denn hier noch, wo kann ich denn jetzt, in welches Lager kann ich das denn, okay, wir bauen hier noch ein Lager hin. So. Du holst hier das Eisenzahnrad und bringst es in das Lager, so. Dann sollten da ja schon ein paar Zahnräder drin sein. So, dann können wir die Zahnräder auch wieder ins Eingangslager bringen. Weil wir wollen hier mal Metallförderband machen. Ich will nur ein einziges Metallförderband machen. So. Gut, dann bringst du die jetzt dahin. So, Rezeptbeeren, Zahnrad brauchst du erstmal nicht mehr machen. So, und dann gehst du mal hier hin, holst das und bringst das mal da rein. Kommt da angehoppelt hier. Oh, kannst du sein lassen? So. Und jetzt brauchen wir hier einmal vier von denen, während er das da nicht macht. Warte mal. Machen wir keinen Dampfrohr mehr. Sollte sich ja dann jetzt demnächst ergeben, dass wir da vier davon haben. Dann machen wir nämlich ein Metallförderband. Dann setze ich hier ein Metallförderband drauf, damit hier ein bisschen mehr rauskommt. Und vielleicht hilft das dann. Also es fördert hier wahrscheinlich mehr. Das wird auch mal Gegenstände durch die Stadt, kann Produktionsgebäude angeschlossen werden. Ja. Macht das auch, aber. Gut, jetzt kannst du den Dampfrohr herstellen, weil, wenn du dein eines Metallförderband fertig hast. Hat er das jetzt fertig? Ja. Müsste doch jetzt eins im Lager liegen, oder? Nein! Wieso nicht? Komm, mach hin. Bau mir einen Metallförderband. Wieso kann er denn jetzt... Habe ich das echt kaputt gemacht? Okay, so. Das war ja auch semi-intelligent. Das haben wir ja schon zweimal geschafft mit dem semi-intelligent sein. Okay, naja gut. So, dann gucken wir mal hier weiter. Dann sagen wir jetzt hier Räder dahin. So. Bringen wir die Räder erstmal darüber, damit wir ein paar mit Lager haben wieder. So. Halt. Stell dich mal dahin. So,
So, du machst jetzt ein Metallfederband. Du nimmst jetzt das Metallfederband und bringst es dahin. So. Und jetzt machst du hier wieder Dampfrohre. So. Du stehst erstmal da rum. Und dann nehmen wir jetzt ein Metallfederband. Der Ausgang jetzt so voll? Wird gar nicht mehr so viel gebraucht, oder? Merkwürdig jetzt gerade alles hier. Aber wir wollen jetzt hier mal ein Förderband Metall setzen. Und gucken, ob uns das dann hier... Ja, das dreht auf jeden Fall schon mal schneller. Also holt schneller aus dem Gebäude raus. Und dann könnten die beiden Förderbänder wahrscheinlich immer voll liegen. Aber der Abfluss ist gerade gar nicht mehr so gegeben. Naja, gut, okay. Dann gucken wir mal hier, warum nicht. Weil das Ding hier voll steht. Wollte, habe ich da nicht einen Wagen für? Ist irgendwo festgefahren, der Wagen? Irgendwo hatte ich doch einen Wagen, der hier Kempten raustragen soll. Ach, da ist er. Der fährt sogar. Na gut, dann brauchen wir mal noch einen Wagen, würde ich sagen. Oder wir brauchen mal einen Verpacker, dass wir dann ein paar mehr Einheiten da dann erst verpacken oder so. Ich probiere es erstmal nochmal mit dem Wagen. Einen weiteren. Zack, der hier das dahin bringt. So. Na gut, das ist auch ein weiter Weg, ne, den er da mal fahren muss. Mal gut, dass wir immer zwei Straßen haben hier, dass sie sich so einigermaßen dann klarkommen miteinander. So. Und dann müsste jetzt ja hier ein bisschen der Absatz von den Tüchern steigen, hier von den Hemden. So. Und dann müsste hier auch wieder der Absatz steigen von den Stoffen und dann brauchen wir wieder mehr Rohstoffe und so. Naja gut, das kennen wir ja dann, das Spiel. Gut, okay. Also, wir haben auf jeden Fall weitere Gebäude angebunden mit Dampf. Wir haben das erste Metallförderband gemacht. Das ist doch schon mal schön. Und müssen mal gucken, dass wir hier noch ein schönes Bild hinkriegen. Momentan steigen da andauernd Münzen auf. Und wir haben die Gleise erforscht. Zum Schluss. Sehr schön. Neues Rezept für Schienen. Strukturschiene freigeschaltet. Bahnstation. Schienen. Bergbau kann man jetzt erforschen. Und das ist auch das, was wir da machen werden. Und mit Gleisen kann man hier natürlich noch wesentlich mehr machen wieder. Das ist ja Schienen und Loren werden verwendet, um schnell viele Güter zu transportieren. Platziere Haltestellen, Gebäude, Waren abzuliefern und aufzuräumen. Nutze dazu Ressourcenfilter der Lore, um die Ressourcen einzustellen, welche transportiert und geholt werden sollen. Okay. Das klingt alles ganz toll. Wir werden jetzt hier natürlich gleich einstellen, dass wir das Rezept wählen. Bergbau. Das kostet mal richtig. Das dauert auch noch lange, ehe wir das fertig haben. Na gut, egal. Aber wir haben Zeit dafür. Oder die Zeit wird kommen und wir werden uns dann weiterentwickeln. Und wenn wir den Bergbau haben, dann können wir hier endlich mal weitermachen. Und dann mal gucken, wie das funktioniert. Also ob ich denn hier das ganze Eisenerz wegmachen kann. Ich als Eisenerzlagerstätten quasi um so ein Bergbauteil drumherum bauen kann und dass man sich das richtig aufbauen kann und dann müssen wir mal gucken, wie wir das da weitergehen. Das ist jetzt das, was mich interessiert, was da dran kommt. Alles klar, gut, wenn es euch gefallen hat, ne, Like da lassen und so weiter und so fort und beim nächsten Mal mit wieder einschalten. Bis denn, tschüss!